Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute hier, weil wir Europa weiterentwickeln wollen, aus dem Stillstand rausholen wollen, in dem wir gerade drin sind. Und Europa ist ja kein Projekt. Europa ist Realität. Und deswegen wollen wir auch, obwohl wir uns darüber freuen, dass die Europawahl parallel mit so vielen Kommunalwahlen stattfindet, nicht, dass sie zu einem Nebenschauplatz der kommunalen Wahlkämpfe mit populistischen Parolen missbraucht wird. Deshalb müssen wir das auch ein bisschen trennen, gerade vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrisen, wurde doch vielen bewusst, welche Wirkungen Europa hat. Das etwa bei internationalen Banken, was da passiert, Auswirkungen hat auch auf den Mittelstand bei uns, hier, wo wir leben. Und obgleich gerade wir in Deutschland immer doch wieder feststellen, wir stehen noch auf der Gewinnerseite, uns geht es wirtschaftlich richtig gut, da dürfen wir uns doch nicht täuschen lassen. Wir stehen im weltweiten Wettbewerb, aber eben auch gerade deswegen müssen wir eine gemeinsame, vorausschauende, zukunftsfähige Strategie, auch Wirtschaftsstrategie für Europa entwickeln. Lasst mich klarstellen, es geht uns gut, aber es geht nicht allen gut. Es gibt große Ungleichgewichte in Europa. Es gibt explodierende Arbeitslosigkeit, insbesondere bei den zukünftigen europäischen Generationen, öffentliche Haushalte, die verschmelzen, unter enormen Schuldenbergen leiden und Privatvermögen und die Ersparnisse von Bürgerinnen und Bürgern in Europa kollabieren. Da kann es uns einfach nicht egal sein und es ist uns nicht egal, was in Griechenland passiert, in Spanien, in Portugal oder in Zypern. Wer sich für die deutsche Wirtschaft einsetzen will, der muss sich auch zu einer harmonisierten europäischen Wirtschaft bekennen. Uns ist die zentrale Frage der kommenden Jahre bewusst. Wie organisieren wir Wirtschaft und Gesellschaft so, dass auf dieser Welt 10 Milliarden Menschen leben können, ohne dass wir uns selbst die Lebensgrundlage entziehen? Und Nachhaltigkeit ist dabei für die Wirtschaftspolitik entscheidend. Wachstum auf Kosten zukünftiger Generationen oder Wachstum auf Kosten der kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Wachstum auf Kosten der Umwelt, Wachstum auf Kosten anderer Regionen der Welt. Ein solches Wachstum lehnen wir doch als Grüne kategorisch ab. Wir Grüne stehen für die Verschränkung von Ökonomie und Ökologien, für ein ganzes heitliches strategisches Konzept. Wir stehen für den langfristig angelegten Wandel einer nachhaltigen wirtschaftlichen und energetischen Transformation. Und da wollen wir eben hin. Wir wollen woanders hin. Wir haben gehört, viele haben auch Angst davor. Und deswegen sammeln sich auch gerade jetzt in Brüssel Lobbyisten, Freunde der Atomindustrie, Freunde der Fossilen, Anhänger vergangener Wirtschaftsmodelle, die in den Glaspalästen der Kommission in Parlamenten versuchen aufzumischen und das, was wir wollen, versuchen zu stoppen. Denn diese Kreise bringen sich schon mit einem Großaufgebot in Stellung, bevor Mitte März der Industrie- und Energiegipfel der Regierungschefs in Brüssel stattfindet. Und das ist auch bezeichnend. Erst sollte das getrennt verhandelt werden, jetzt findet es zusammen statt, weil allen klar ist, welche Bedeutung auch das eine Thema für das andere genießt. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir sind eine in Europa wirbelnde Kraft, die ganz viel schon verbracht hat. Wir haben ambitionierte EU-Umweltstandards für Europa gebracht und dafür stehen wir auch und das gilt auch für die erneuerbaren Energien. Und es war die Grüne Europafraktion, die im Verbund mit vielen NGOs im letzten Jahr mit Erfolg dafür gestritten hat, dass AKWs nicht einfach verstaatlicht subventioniert werden dürfen. Einspeisetarife für britisch-chinesische Atomkraftwerke auf Jahre zuzusichern und das auf Kosten der Allgemeinheit, liebe Freundinnen und Freunde, nur weil AKW-Strom unrentabel geworden ist, solchen britischen AKWs, da sagen wir doch ganz klar, nein, danke. Und ihr wisst, Atomfossil Günther Oettinger
führt wie ein Wolf im Schafspelz Böses im Schilde. Seit langem führt er die Abteilung Attacke in der Kommission gegen die Energiepolitik der Zukunft. Attacke gegen erneuerbare Energien, Attacke auf konsequenten Klimaschutz und Generalattacke gegen die Energiewende und das EEG in Deutschland. Aber mit Vollgas für die Renaissance der Atomkraft, ganz im Lichte des Euratom-Vertrages aus den 1950er Jahren. Und Technologieneutralität heißt hier das neue vermeintlich blumige Wort. Oder auch die Mitglieder der Barroso-Truppe benutzen das europäische Beihilferecht, um zu knicken, woran wir lange gearbeitet haben. Stattdessen schlagen sie vor, mit unausgegorenen Marktmodellen die Einspeisevergütungen und Instrumente zu verhindern, die auch in Europa für eine erneuerbare Energiewende sorgen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, im klaren Bruch mit dem jetzigen EU-Recht und der geltenden erneuerbaren Richtlinie, das wird dann von den Bürokraten in Brüssel postuliert. Erneuerbarer Strom soll in bestimmten Regionen ausgebremst werden. Und da sage ich doch, lieber Spitzenkandidat der SPD Martin Schulz, dein Parteifreund und Kommissar Almunia, der hier eigentlich gar keine rechtliche Befugnis hat, ist doch gerade völlig außer Rand und Band geraten und will Europas Zukunftsbranchen und damit unsere Wirtschaft und neu geschaffene Arbeitsplätze an die Wand fahren. Das geht doch nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, die grüne Zukunft für Europas Klima- und Energiepolitik liegt gerade darin, Innovations- und Investitionsanreize nicht nur für CO2-Verminderung, sondern auch für verbindliche Energieeffizienz und verbindlichen erneuerbaren Ausbau in der ganzen EU festzulegen. Die Studien der Kommission zeigen die großen Chancen für die Beschäftigung auf, wenn sich die EU zu diesen Zielen durchdringen kann. Aber Barroso verschließt die Augen davor. Wir Grüne haben aber das ganze EU-Parlament auf Kurs gebracht. Das zeigt doch, dass Grün wirkt. Was erlebten wir aber vor einigen Wochen? Wieder besseres Wissens und wieder die eigenen Erkenntnisse haben Barroso und Konsorten den Atombefürwortern und Klimaskeptikern, unter denen Regierungschefs im Januar ihr vergiftetes Geschenk überreicht. Ein Plan für das Jahr 2030 inklusive erneuerbaren Ausbaustopp in vielen Ländern ohne jegliche verbindliche Energieeinsparung. Stattdessen erleichterte Bedingungen für Fracking. So, liebe Freundinnen und Freunde, darf die Strategie für eine Industriepolitik in Europa nicht aussehen. Und deswegen braucht es Grün.